Ich werde bei meiner Patientin jetzt gleich eine Oberlidstraffung machen und auch die Augenbraue an der Seite ein bisschen anheben. Ich mache jetzt diese eine Linie, die ich schneide, genau in der Lidfalte. Das ist genau die überschüssige Haut, die ich dann entfernen werde. Und bei ihr sind die Augenbrauen ein bisschen abfallend zur Seite. Und deswegen werde ich die ein kleines bisschen anheben, indem man ein bisschen Haut an der Oberseite ganz vorsichtig wegnimmt. Das ist so ein bisschen atypisches Verfahren, aber mit großer Wirkung. Man darf diese Schnittführung nicht sehr groß machen, sonst hat sie dann eine Narbe, die man sehen kann. Also die Patientin hat eine örtliche Betäubung und etwas zur Beruhigung bekommen, ne? Und weh tut es jetzt nicht, oder? Also es ist keine OP, die man jetzt in Vollnarkose machen muss. Es ist eine OP, die ein bisschen diffizil ist, aber an der Körperoberfläche. Ist kein großer Aufwand, dauert eine Stunde jetzt bei ihr mit allem. Und sie kann auch danach, wenn sie jetzt keine Beruhigung bekommen hätte, nach einer Stunde nach Hause gehen. Also hier ist jetzt die Fläche, wo ich Haut entfernt habe, ein bisschen Muskel. Das ist ziemlich viel, denkt man. Aber genau so wird es nachher zusammengefügt. Und dann am Schluss hebe ich die Augenbraue ein bisschen an der Seite. Es dauert eine Woche, bis es verheilt ist. Dann kann ich den Faden herausziehen, auch an den Augenbrauen. Da wird man vielleicht länger ein bisschen warten müssen mit Narbenpflege und so. Aber letztendlich ist nach einer Woche alles vorbei. Manchmal hat man noch ein bisschen Blutergüsse und Schwellungen. Die OP ist jetzt ungefähr 8 Wochen her. Und ich habe bei meiner Patientin eine Oberlidstraffung gemacht und eine modifizierte Anhebung der Augenbraue an der Seite, damit dieser gerade Ausdruck weg ist. Das darf man natürlich nicht übertreiben, weil die Narben sonst heftig werden können. Ich bin sehr zufrieden, allein aufgrund dessen, dass wir 5 Tage nach der OP ja schon ein super Ergebnis hatten. Und es war auch eigentlich schmerzfrei danach. Was nicht so schön war, ist, dass die Augenbraue so gerade runterging, also quasi so. Und durch den Hautüberschuss war das noch betont so eingeengt. Und deswegen habe ich das quasi hier noch ein bisschen angehoben, nur so leicht, und die Straffung gemacht, und damit sieht das am natürlichsten aus.